Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmis. Heute gibt es wieder das Computerspiel Planet Coaster und zwar den zweiten Tag unseres Community Parks Omen World Resort. Erlebt unter anderem neue Thrill Rides mit ganz viel Action, Kotzeritis, wartende, zufriedene Parkbesucher, Launch-Pakete, technische Probleme, arg, und Parkmitarbeiter mit Ich feg das mal weg Leidenschaft. Unfassbar, oder? Also bleibt dran, wenn ihr Looping-Stürmer seid, und bis gleich, like this. Looping, 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 hey, jawoll! Willkommen zurück und herzlich willkommen zum zweiten Tag hier im Oman World Resort. Ja, vielen Dank für... Warte mal, ich hole mir erstmal hier die Belohnung ab. So. Ja, vielen Dank für euer Feedback der letzten Funfair-Blog-Ausgabe und die waren so durchwachsen. Der eine sagt eben, ich wünsche mir ein bisschen mehr Kreativität, zu Recht. bis hin zu, bau doch mal eine Achterbahn oder bau mal eine Wildwasserbahn. Ja, wie gesagt, das ist ein Herausforderungsmodus. Es geht ja erstmal darum, dass man ein bisschen Kohle verdient, dass man erstmal Geld reinkommt. Und da habe ich jetzt weniger an Thematisierung gelegt, sondern erstmal so ein bisschen, ja, seht ihr ja selber hier, ne? Nackte Fahrgeschäfte gebaut, ohne Thematisierung. Und sodass mein Konto hier ein bisschen nach oben geht oder unser Konto vielmehr. Das soll ja ein gemeinsamer Park werden und das geht ja auch hier schon nach oben, wie wir sehen. Also ich kann, denke ich mal, jetzt gleich meine erste Bahn bauen. Und ich denke, ich werde eine Wildwasserbahn bauen. Eine Achterbahn noch nicht. Dafür ist es eigentlich noch zu früh, aber eine Wildwasserbahn. Und ich habe euch ja letztes Mal gesagt, Mensch, wenn ihr selber mal ein Fahrgeschäft kreiert oder eine Achterbahn oder was, könnt ihr mir ja gerne die Datei, wenn das denn geht, ich habe es immer noch nicht rausgefunden, per E-Mail schicken. Das hat keiner gemacht. Es soll ja ein gemeinsamer Park werden, also nicht nur ich soll hier bauen, sondern auch ihr habt die Möglichkeit, daran teilhaben zu lassen. Mein Gott, nochmal. Immer noch erkältet. Und ja, hat keiner gemacht. deswegen muss ich alleine bauen. Oh, toll. Aber gut, wir legen mal los, beziehungsweise wir bauen jetzt einfach mal eine Wildwasserbahn. Hat, glaube ich, auch einer geschrieben, der sich das gewünscht hat. Vielleicht eine Wildwasserbahn, die nicht ganz so teuer ist. Boah, die sind ja alle so teuer. Boah. Was habe ich denn hier? Warte mal, kann ich... Die sieht eigentlich ganz einfach aus, ne? Aber die ist tatsächlich noch, wenn ich mir hier gucke, zu teuer. Wasserfahrgeschäft, was haben wir denn hier noch so für Möglichkeiten? Mit Antrieb alle. Gibt es hier nur eine? Ich muss gerade mal gucken. Kann ich die... Die kann ich doch bestimmt auch selber bauen, oder? Aber, so wie das hier aussieht... Ja, ich glaube, die würde ich auch erstmal nehmen, so, weißt du? Aber die ist noch viel zu teuer. Hätte ich ja nicht gedacht. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Ja gut, dann bauen wir... Was haben wir denn noch hier für Möglichkeiten? Ja, guck mal, hier bei den Achterbahnen, das ist noch viel zu teuer. Das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Und so eine kleine Achterbahn? Selbst so eine kleine Achterbahn ist noch nicht drin. Ja gut, dann bauen wir hier nochmal. Aber ich habe gelesen, auch eine Schaukel wurde sich gewünscht. Das können wir, glaube ich, erstmal bauen. 3000, da sind wir gleich, Moment mal, die Gäste finden mehrere Fahrgeschäfte zu teuer. Ja, das war auch letztes Mal so, beziehungsweise beim ersten Tag. Deswegen müssen wir hier nochmal den Preis so ein bisschen ran, irgendwo 10 Dollar ist ein bisschen, wir gehen mal auf 8, so 8 Euro, 8 Dollar, damit die Leute da wieder einsteigen. Magic Trail soll auch zu teuer sein. Ach, ist ja billig. Ach so. Nee, da wollen wir hier nochmal schön den Preis so ein bisschen raufsetzen. Auch auf, sagen wir mal, auf 9. So. Und hier, das Karussell ist zu teuer. Gut, dann gehen wir runter auf, sagen wir mal 6. Mal gucken, ob die Leute denn damit fahren. So. Okay, das haben wir. So, dann haben wir hier... War noch eine Benachrichtigung? Nee.
Ansonsten war, glaube ich, hier alles gut. So, ah, Personal muss ich hier noch einstellen. Parkverwaltung, so. Und zwar hier so eine Verkäuferin. So, genau. Zack. Damit die Gäste dementsprechend hier auch bedient werden. Genau. So. Ja, wir sind über den 3000. Auch jemand hat geschrieben, der Eingang sollte nochmal überarbeitet werden. Ist klar. Aber wie gesagt, wir sind am Anfang. Wir haben nicht unbegrenzt Geld und alles peu à peu. Aber vielen, vielen Dank für eure Vorschläge. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank an die zwei Spender für diese Woche. Darauf gehe ich natürlich auch noch näher drauf ein. Also am Ende des Videos. Und so wie ich sehe, sollte ich hier auch ein größeres Personalgebäude erwirtschaften. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Kapazität 3. Ah, okay. Was ist das denn hier? Medizinische Versorgung? Oder kann ich die erhöhen? Bestätigen. So. Der Laden steht für eine Weile leer. Was? Ach, dieser hier. Wieso? Ja, gut, denn es wollte ich gerade eine Schaukel bauen und dadurch, dass ich das Personalgebäude hier so ein bisschen erweitert habe, muss ich doch noch ein bisschen warten. Was haben wir denn noch hier so für Möglichkeiten? Lehnen und Stände. So. Nee, aber wir bauen als nächstes erstmal hier so eine Schaukel. Das habe ich mir fest vorgenommen. Eintritt habe ich hier genommen, ich glaube, 1 Euro für Erwachsene. Herausforderung. Oh, was ist das? Herausforderung ansehen. Erreiche einen Bonus von 20 für einen ausgeglichenen Park. Parkbewertung. Okay. Parkbewertung. Was sind wir denn da? Viele Gäste haben Durst. Ja, da gibt es doch was zu trinken. Soll ich hier noch ein Sch Da gibt es, glaube ich, auch was zu trinken. Warum gehen die denn da nicht hin? Hä, verstehe ich nicht. Ja gut, dann kann ich hier noch irgendwo einen Laden gleich zum Trinken hinbauen. Warte mal eben. Und zwar, ich glaube, hier so in der Mitte, oder? Läden und Stände. So, irgendwas Kleines zum Trinken. Mal gucken, was haben wir denn da? So, Getränkeladen. Märchen auf Getränkestand. Nee, irgendwas. Cosmic Show, Science Fiction Design. Das passt ja auch nicht so hin. Piraten. Nee, Märchendorf, Märchendorf. Kuh, Planet Coaster, festlicher Getränke. Ja, gut, ich nehme erstmal hier so einen kleinen. Mir ist auch bewusst, dass natürlich hier in diesem Park noch keine Struktur drin ist. Jetzt habe ich das wieder weggemacht. Das ist ihm eigentlich auch klar. Aber das konnten auch alles. Ne? Wie gesagt, wir sind noch recht am Anfang. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich das hier drehe. No, no, no. Wie ging das nochmal? Das vergesse ich jedes Mal. Nein! No, no, no. Nochmal. So. So. Oh Mann. Wie war das nochmal? So nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Gebäude drehen. So. Drehen. Und okay. So, das ist eigentlich ganz einfach. Den Laden stelle ich, glaube ich, mal hier hin. Jetzt muss ich kurz mal die Kamera wieder drehen. Hier so. Ach so, no. So. Dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Getränkestand. So, personaltechnisch wollen wir hier nochmal hier so eine Verkäuferin hier. Nochmal einstellen. So. Mülleimer haben wir hier stehen. Ich glaube, wir bräuchten hier nochmal Toiletten, oder?
Ja, ich glaube, da, wenn Getränke in der Nähe sind, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal so ein Toilettenhäuschen hin. Irgendwas Kleines, was ist denn schlichte Toilette? Jo. Was haben wir noch hier? Science-Fiction-Toilette. Parkbewertung, minus 8. Oh, aber Profit. Sehr gut. So, dann bauen wir hier nochmal Toiletten hin. Zack. So. Okay. Mit dem Kinderkarussell fährt, glaube ich, immer noch keiner, oder? Ah, doch. Ja, okay. Alles klar. So, Krake, okay. Und hier, wie sieht es hier aus? 10, 20, jawohl, passt. So. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen an Kohlen kommen, ne? Ah, diese tolle Tasse. Aha. Heiß. Ja. Gibt es übrigens auch Funfairblock Merchandise Shop, blende ich euch natürlich ein. Da gibt es auch so T-Shirts und einige Läden sind sehr überlaufen. Was? Also da gibt es T-Shirts und hast du nicht gesehen und Cappies und klickt gerne mal rein. Stöbert mal durch. Ein kleiner Erlös geht auch an Funfairblock, sprich an diesen Kanal. Zu viele was? Zu viele versuchen kostet. Achso, um Milchshake zu benutzen. Ah, okay. Viele Gäste haben Durst. Sabah. Ach so, weil sie direkt da vor dem Laden stehen, noch nicht bedient werden. Ja, okay, das ist nun mal so, ne? So, sieht es so aus, ich gehe woanders hin. Erfrischen Getränke, okay. Ja, die haben tatsächlich Durst, ne? Guck mal, auch hier bei Cosmic Grill gehen viele, oder wollen viele was trinken. So. Ja, der Profit sollte noch ein bisschen schneller gesteigert werden. Oh, vorhin konnte ich die Schaukel bauen und du ist, bin ich wieder hier bei. Ja, gut. Ne? Läuft. So. Was habe ich denn hier eigentlich noch für Fahrgeschäfte? Also, eine Schaukel hätte ich schon Bock drauf. Das sind alles so. Ja. Psychola. Auch ein interessanter Name, ne? Klingt fast wie Psycho. Oder Psychedelic. Unfassbar, oder? So, was haben wir noch hier? 2, 4, nee. Was soll das denn sein? Glocke oder was? Ja, ich habe noch nicht rausgefunden, ob man eben tatsächlich eigene Fahrgeschäfte oder thematisieren kann. Natürlich kann man die thematisieren, aber ob man die dann abspeichern kann und irgendwie Freunden, Bekannten schicken kann. Also bei Achterbahnen, das geht, meine ich. Einer hat auch geschrieben, oder mehrere haben geschrieben, bau doch mal Taron. Ja, nö, ist klar, als Anfänger. Also, oder Kernern oder was, ne? Also, ich glaube, davon bin ich noch weit entfernt. Wie gesagt, ich bin Anfänger und das ist jetzt gerade mal, ich glaube, das zweite oder dritte Mal, dass ich das Spiel hier spiele oder weiterspiele. Und ich kann mich natürlich nicht den ganzen Tag mit dem Spielen hier beschäftigen. Der Papa hat noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber ich bemühe mich, ne? Aber wie gesagt, wenn ihr eigene Parks, beziehungsweise einer hat, glaube ich, auch geschrieben, Mensch, ich könnte ja auch mal andere Parks mir anschauen und einen Parkrundgang machen. Das können wir gerne auch mal machen. Also, ja, wenn ihr Bock drauf habt, obwohl, da könnte ich gleich mal eine Umfrage machen, beziehungsweise am Ende des Videos. Und dann schauen wir einfach mal. Wenn ihr Lust drauf habt, dann gucke ich mir auch eure Parks mal gerne an und mache einen Parkrundgang. Das können wir natürlich auch gerne machen. So, Mann, jetzt steigt das hier fast gar nicht. Oder ob ich noch irgendwas dazwischen baue, um so ein bisschen mehr an Kohle zu kommen. Jetzt könnte ich theoretisch Forsch bauen. Ich glaube, ich werde den Attraktionen auch gleich eigene Namen geben, damit es so ein bisschen persönlicher wirkt, wenn ich schon hier diese ganze Standardkram baue. Was bauen wir denn gleich? Aber gleich ist es soweit mit der Schaukel. Ja, 2618 sind wir jetzt.
Und ich will jetzt auch nichts anderes bauen, ne? Weil jetzt sind es noch 400 Dollar. Ja, nicht ganz. Ja, doch. Und da würde ich ganz gerne die Schaukel gleich bauen hier. So. Das denke ich mal, bringt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen neuen Besucher. Viele Besucher habe ich eben. 604 sind gerade im Park. Diebstahl wurde gemeldet. Oh. Jo. Dann ist das eben so, ne? Ansonsten, was haben wir noch hier? Diebstahl, viele Gäste haben Durst, okay. So, die Gäste finden Rocktopus zu teuer. Mein Gott, dann gehen wir auf 7. So. So, 2,6. Okay. Karussell ist auch nicht so beliebt, ne? Na gut, ist nur auch nicht die Hammer-Attraktion, ne? Ich meine, wenn ich in einem Freizeitpark bin und da steht ein Karussell, ja. So. Hier, der Guest-Override läuft ganz gut, aber wir können dann schon mal eigene Namen geben. Wie mache ich denn das? Ach, da. Den kann ich hier, warte mal. Inspektion. Übersicht. Da. Wie nenne ich denn wir das Karussell? Das Karussell nennen wir einfach mal. Oh, man. Oh, man fährt. Oh, man fährt. So, das Ding hier nennen wir einfach mal. Mal gucken. Ups. Wie nennen wir das denn? Moment. Hoch den Hebel. Damit auch jeder Fahrgast weiß, was er zu tun hat. Ne? Weil ich habe tatsächlich noch, aber das ist glaube ich, die gehen automatisch nach oben. Nein, da musst du doch so einen Hebel. Normalerweise kenne ich das so, dass man wie bei den Babyflugs oder wie sie alle heißen, den Hebel drücken müssen und da geht es aufwärts. Und das kriegen tatsächlich einige Besucher nicht hin. Oder die verstehen es nicht und ach, das ist auch mal so amüsant, ne? Setzen sich rein und wundern sich, warum die anderen nach oben gehen und das. Das ist unfassbar. Deswegen heißt mein Geschäft hoch den Hebel. Und das hier, das Monster 3 Geschäft, nennen wir Monster. Nee, wir nennen das Gosella. So, wenn ihr Namenideen habt für die Fahrgeschäfte, dann könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht übernehme ich das ein oder andere. So, und das hier nennen wir Looping. So, unfassbar, oder? So, und das hier nennen wir Looping, die Fortsetzung. So, die Fortsetzung. Und der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern oder der den Kanal noch nicht lange kennt. Hey, Looping schreibt man nicht mit U. Ich weiß. Achtung, Insider, Looping. So, ne? Und wie ich gesehen habe, kann ich jetzt eine Schaukel bauen. Ja. Alter, ist das groß Kindes. Wo bauen wir die Schaukel denn hin? Ich würde sagen, gegenüber dem Getränkestand hier so ein bisschen in der Nähe. Weil. Ja, ich glaube, das wäre cool. Ja. So. Rums! So, Eingang machen wir schön. Hierhin. Ausgang. Habe ich gesehen, gehen die Gäste hier raus. Ne? Ja, genau, machen wir dann. Machen wir das hier. Ja, am besten in der Nähe der Treppen. So, dann verbinden wir das Ganze jetzt mal. Und zwar gehen wir hier mal so rum. Am besten
in der Nähe vom Ausgang, damit die Gäste gleich nach einer Runde nochmal fahren. So. Na gut, ich könnte jetzt. Ach komm, machen wir dahin. Fertig. Fertig aus. So. Und da können wir dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Kohle nehmen. So. Und ja, ich weiß, von der Thematisierung sieht das hässlich aus. Aber es geht erstmal. Sag mal. Wie baue ich denn da? Ich möchte eigentlich. Geht das nicht? Ich möchte eigentlich hier hin bauen. Warte mal, ich mache das mal so. Blockiert. So. Okay. Warum habe ich denn jetzt da so ein. Das sieht doch hässlich aus. So. So. So lasse ich das jetzt so. Super cool. Kann ich eigentlich auch eine Bank oder so bauen? Also was zum Hinsetzen? Szenerie. So, Bänke, damit eben die da. Ah. Sowas. Ja, wenn es ihnen da so schlecht geht, dann können sie sich da gleich hinsetzen. Und machen wir natürlich auch hier bei den Getränken, ne? Dann können die sich da auch mal die Gäste hinsetzen. Ja, das machen sie auch. So. Hier auch nochmal so hin. So. Ja, wie man merkt, ich bin voll der Experte im Planet Coaster. Ich muss doch viel lernen. Aber. So. Ja, aller Anfang ist. Ne? Leicht. So, hier machen wir auch noch so eine Bank hin. Fertig. Hier vielleicht noch. Zack. Hier auch nochmal so eine kleine Bank. Und dann. Ja, dann passt das schon. So. Okay, gut. Die Schaukel. Costa Quanta. 10er. Ne, 10,50. So. Muss ja erstmal hier, ne, ein bisschen Geld verdienen. Geöffnet. So. Und mal gucken, ob die Leute da reingehen. So. Wie nennen wir denn die Schaukel? Wie nennen wir sie? Wie nennen wir die Schaukel? Himmel ist mir schlecht. Schaukel. Das ist doch ein cooler Name, oder? Oh, jetzt habe ich Himmel. Himmel wollte ich schreiben. Himmel ist mir schlecht. Schaukel fahre ich jetzt. So, die ersten Gäste steigen, soweit ich sehe, ein. Hier oben, das wäre auch nochmal ganz cool, so zwei Fahnen, ne? Kann ich das noch irgendwie, kann ich das noch irgendwie gestalten? So. Ah, hier kann ich die Musik irgendwie Farbe verändern. Ja, das können wir so lassen von der Farbe her. Ich würde mal gucken, ob ich nicht noch irgendwie was Inspektion anfordern. Nee. Auslöser bestellen. Nee, das will ich jetzt erstmal nicht. Ja, gute Frage. Hier hätte ich gerne noch echt zwei Fahnen, aber ey, geht das hier, glaube ich, nicht. Oder doch? Warte mal, was haben wir denn hier noch alles? Achso, das sind so. Ist das denn? Display aus Steuerung? Nein. Bildschirme, Audio, Musikboxen. Komm, wir pflanzen mal unseren ersten Baum. Das pflanzen. Oh, nee, das ist viel zu groß.
Hier so eine Palme. Ja, komm. Hier, die spende ich euch. Cool, ne? Aber das hört man auf das Geräusch. Das ist geil. Das ist cool. Guck mal, hier müssen noch so Blitzer erscheinen. Aber das haben die echt... Können das? Jawoll! Das haben die echt gut gemacht von Planet Coaster, ne? So die Original-Maschinengeräusche. Das ist das, was ich mag. Das ist geil. Hey, Looping! Ne, warte mal. Ich weiß, wie ich die Schaukel nenne. Fast über Kopf Schaukel. Hey! Ich fahre jetzt die Fast über Kopf Schaukel. Hey! Fast Looping. Hm? Das ist cool. So. Jetzt kommt noch schon ein bisschen mehr Kohle in den Park. So. Was können wir da noch bauen? Hexenhäuschen? Nee, großer Uhrturm? Was? Achso, das sind ja alles so Szenarien, ne? Gebäude, Szenarien. Ja, okay. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Schienenfahrzeuge, Fahrgeschäfte. Was können wir hier noch bauen? Wir können als nächstes vielleicht. Hier, das hier. Was ist denn das? Forge. Forge. Ja, wir bauen als nächstes Forge. Und ich glaube, dann können wir, wenn wir es auch schaffen, eine Wildwasserbahn bauen. Wurde sich auch gewünscht. Und danach können wir, denke ich mal, auch eine Achterbahn bauen. Dann ist es so langsam soweit. Boah, hier liegt Müll. Oh. Ja, ich muss wahrscheinlich hier noch so einen Putzmann einstellen. So. Und ich glaube, wir bräuchten nochmal als Verstärkung einen Mechaniker, einen weiteren Mechaniker. So, das haben wir. Wie sieht denn hier unsere Parkbewertung aus? Parkbe 479. Achso, insgesamt oder was? Ja, so gut. Szenario ist klar. 10, Szeneriebewertung ist 8. Ist nix, ist klar. Bonus für ausgeglichene Park 4. Marketingbonus 0. Hm. Also läuft. Der Laden Cosmic Mischek steht eine Weile leer. Wo ist denn der? Ach, der hier. Ja, gut, das ist jetzt. Normal. Guck mal, da laufen sogar die ersten Besucher zur Schaukel. Also die Schaukel ist sehr beliebt. Finde ich gut. So. So. Einer gab mir auch den Tipp hier, nimm Eintritt $100 und dann die Fahrgeschäfte kostenlos und da kommen wohl mehr in den Park. Aber ich meine, für den kleinen Park jetzt $100 zu nehmen, ist glaube ich ein bisschen viel, oder? Kann man später machen. Kann ich auch sehen, was die denken? Achso, einer ist irgendwo irgendwas gestohlen worden. Ich kann ja solche Kameras aufbauen. Warte mal eben. Wie baue ich hier nochmal so Kameras auf? Szenerie? Was ist denn hier? Bildschirme? Requisiten. Nee. Kameras. Da, sowas. Kameras. Genau. Baue ich nochmal hier eine hin. Dann baue ich eine hier hin. Hier baue ich eine hin. Hier baue ich eine hin. Ah, du wirst überall beobachtet. Wandbefestigung, okay. Und dann baue ich. Ich glaube, hier nochmal eine hin, ne? Hier nochmal eine hin. Und dann will ich nochmal sehen, wie die fressen. Ertrinken vielmehr. Dann baue ich, glaube ich, hier nochmal eine hin. So, vielleicht bringt das ja was. Mit den Kameras. Weil der Sicherheitsmann kann natürlich nicht überall sein, ne? So.
Was haben wir denn hier noch? Blindkurse, Toiletten. Die Gäste finden Wartezeit bei Looping die Fortsetzung lang. Wie lang? Oh. Die Fahrzeit kann ich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen verkürzen. Dann nehmen wir mal die Fahrzeit hier noch ein bisschen runter. Auf 100 Sekunden. So. Und dann werden sie bestimmt gleich wieder meckern und sagen, ist viel zu kurz. Mhm. Aber ich habe auch beim letzten Video eine Umfrage gemacht. Ihr wünscht euch also auch On-Rides von den jeweiligen Fahrgeschäften. Das können wir ja gleich mal machen. Fangen wir mal an mit dem Kinderkarussell. Hallo. So sieht das aus. Kann mich hier bewegen, ne? Ist so ein Zweistock-Pferdekarussell. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, aber wenn man jetzt mal hier so guckt, kann man den Park auch mal von einer anderen Perspektive betrachten. Ist schon cool gemacht so, ne? Alter, ich schaukel da, ey. Also wie gesagt, der Oman World Resort Park ist null thematisiert. Bis jetzt zumindest noch nicht. Aber das kommt noch alles. Geduldet euch. Jetzt geht das schneller oder was? Tatsache. Also hier gibt es verschiedene Perspektiven so, ne? Gut, dann haben wir das Pferdekarussell, haben wir da mal ein On-Ride gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier das nächste Karussell. Wie hieß er nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Ach, möge man den Hebel ziehen oder so. Habe ich das, glaube ich, genannt, ne? So, genau. Aber hier ist tatsächlich kein Hebel. So. Jetzt warten wir, glaube ich, bis die nächsten Fahrgäste einsteigen. So. Ja, genau. Ah, jetzt geht's los. Lauf, 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 lauf. Achso, einer hatte, glaube ich, noch geschrieben, der wünschte sich ein bisschen mehr Hintergrundmusik bei den Let's Plays. Ich habe die Lautstärke der Musik so ein bisschen runtergestellt. Weil ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass das würde stören, wenn ich dann noch dazu quatsche und dann hört man die Soundeffekte, glaube ich, auch nicht so doll. Aber gut, muss man sehen. Vielleicht werde ich da auch noch ein bisschen Musik mit einsteuern oder die Musik ein bisschen lauter machen. Aber ich glaube, das wäre eine schlechte Idee. Aber trotzdem, vielen Dank für dein Feedback. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war, wer das geschrieben hat. Aber es sieht schon toll aus, ne? Ja, da gibt es keinen Hebel zum... Ah, alles gut? Was war denn noch für Kameras da? Oh, der sitzt ein bisschen langweilig. Können das. Aber schon geil gemacht, ne? Yeah! Pra! Pra, pra, pra! Siehst du, da habt ihr auch das mal als On-Ride gesehen. Nimm mal den Monster mal mit, wa? Beziehungsweise Godzilla! Ah, ist mir schlecht. Hey! Aber den bringt, denke ich mal, Spaß. Godzilla! Gut, das sieht eher aus wie ein Krake. Aber wir wollen ja so ein bisschen was anderes. Kann ich eigentlich von den Läden und Ständen, kann ich da auch irgendwie reingehen? Nee. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Umkreisen. Hm. Na, wie auch immer. So, dann haben wir den nächsten hier. Da können wir noch einen On-Ride machen. So, guck mal, da warten schon die ersten voller Ungeduld. Offen. Hehehehe. Hey.
mit so einem Ding würde ich, glaube ich, zwar fahren eine Runde, aber danach wäre ich komplett im Arsch. Ist echt ein cooles Spiel, macht wirklich Spaß. Also wenn ihr Planet Coaster noch nicht habt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Könnt ihr kaufen, klar, wisst ihr, Amazon, Steam oder im örtlichen Fachhandel. Aber ihr müsst ihm auch beachten, dass, hört ihr die knackende Heizung? Aber ihr müsst ihm auch beachten, dass das Spiel so ein bisschen Hardware-Anforderungen hat. Also ihr dürft nicht den ältesten Rechner haben. Hardware-Anforderungen könnt ihr natürlich auch auf planetcoaster.de erfahren. Also was ihr dafür haben müsst, an Grafikkarte, an Prozessor etc. Ich, stimmt, werde ich auch immer gefragt. Ich habe hier ein i7 und zwar den 2600K mit 3,4 GHz, 16 GB DDR3 Arbeitsspeicher und eine Nvidia GTX 1060 Grafikkarte mit 3 GB Videospeicher. Das nur mal so am Rande. Und das Spiel läuft echt flüssig, sehr gut. Oh, Looping! Woll! Abschuss! Hey! Cut! Hey! Anderen Sitz? Alter! Hey! Yeah! Pra, 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 pra. Ich glaube, zum Finale würde ich da so ein Sound-Jingle einspielen, wo er dann immer sagt zum Ende oder zum Finale eben, dann geht der Blitzer an und dann pra 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 pra. Schwachsinn, oder? Finde ich gut. So, dann haben wir hier noch so ein Gerslauer Ride. Looping. Der hat jetzt, glaube ich, gerade... Voll! Ja, der geht, glaube ich, der endet, glaube ich, gerade, ne? Ja, der. Der endet gerade die Fahrt. Aber die schauen so cool aus, ne? Aber oben fehlen tatsächlich noch so zwei Fahnen. Ich weiß allerdings, wie gesagt, nicht, wie ich das. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob man das überhaupt machen kann. Ob man hier bei der Schaukel. Ich gehe nochmal ganz kurz. Hier raus. Ob man bei der Schaukel hier noch so zwei Fahnen mit aufbauen kann. Und so wie ich das hier sehe, kann ich das irgendwie nicht. Schade, schade, schade. Fahrsequenz kann ich hier auch selber anpassen. Schade. Aber wir können ja hier mal mitfahren. Yeah! Boah. Ja, wie in echt, ne? Hey! Die haben alle Spaß. Jawoll! Cool. Noch Keim ist schlecht, das gibt's doch gar nicht. Also hier kann man sich echt frei bewegen, so, ne? Was es angeht. Von jedem Betrachtungswinkel kann ich mir ein Fahrgeschäft angucken. So, das ist schon wirklich cool. So, und gleich geht hier das Podium nach oben. Und die nächsten steigen ein. So. Ja. Das Coole ist ja an dieser Schaukel auch, dass man es ist ein Kapazitätsmonster, ne? Das heißt, viele können mitfahren und ich kann Kohle verdienen. So. Genau. Und jetzt steigen die nächsten ein. Haben wir hier einen, den es nicht so gut geht? Nö, alles gut. Ah. Hier geht's nicht so gut. Wir können ja mal hier. Warte. Ich hoffe, hier kotzt jetzt keiner hin. Oh. Aber es ist. Müssen sich schon einige hinsetzen, ne?
Oh, ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Das könnte ich sein. Ich glaube, hier brauchen wir noch ein paar Bänke, oder? Ja, ich brauche noch ein paar Bänke. Szenerie. Zack. So. Ja, das ist eben doch nicht ohne. Guck mal, hier hat einer hingekotzt. So. Zack. Also stellen wir hier nochmal ein Putz, hätte ich fast gesagt. Ein Feger. Reinigungspersonal. Der die Kotze aufwischt. Traumjob. So. Gucken wir uns nochmal das Steuerpult an von der Schaukel. Ich glaube, die Steuerpulte sehen. Okay. Sehen fast alle gleich aus, oder? So, wie viel Kohle haben wir denn? Ui, wir können schon wieder was bauen. Ja, wir wollten ja hier Forge bauen. Ach, das ist so ein Ding. Wir können das. Wo bauen wir das denn hin? Hier, ne? Passt super. Genau, wir bauen das hier hin. So. Zack. Eingang. Machen wir hier. Ausgang machen wir hier. So. Wieder mit Weg verbinden. So. Eingang machen wir dann hier hin. Zack. So. Und wir bauen, das kenne ich mich eigentlich auch nur von Rollercoaster Tycoon, beim Ausgang immer Bänke hinballern. Hinbauen vielmehr. Damit die Leute, die das nicht so abkönnen, sich erstmal hinsetzen können. So. Was nehmen wir denn? Kohletechnisch nehmen wir auch so, sagen wir mal, 10,50, weil neu. Und dann müssen wir uns noch einen Namen ausdenken. Los. Kotzos. So. Los Kotzos. Kotzos. Ja, nein, wir so. Offen. Wir machen mal gleich mal einen On-Ride. Wie mache ich denn nochmal eine Testfahrt? Na gut, die Besucher werden ja gleich hier. Warte mal, wir machen erstmal nur kurz eine Testfahrt. So. Ja, noch geht's ja, ne? Oder? Das ist jetzt noch nicht so tragisch. War es das denn oder geht das noch irgendwie? Aha. Ist jetzt noch höher oder was? Ach so, mit Freefall-Elemente. Ist ja so ähnlich wie. Oh, wie hieß das Ding? Jumper, ne? Hieß das Jumper? Oder Jumping? Von Diesel, glaube ich, damals. Jumping, glaube ich, hieß das. War, glaube ich, auch von Hus, ne? Das Fahrgeschäft. Ja, das ist ja hier eigentlich, dachte, das wäre hier so Hardcore über Kopf und so. So schlimm ist es ja gar nicht. Ja, ist ja. Jawohl. Ah, ja, ist doch ein bisschen. jetzt wird's denn doch schon. Ja, ich glaube, das darf man nicht so unterschätzen. Oder? Ja, das ist.
Das unterschätzt man. Okay, offen. Hineinspaziert in das gute Stück hier. Jawohl, dabei sein. Abschuss. Ich glaube, wir bräuchten noch mal irgendwie so einen Essensstand, ne? So ein was zum Essen? Burgers oder sowas. Welchen auf Imbiss-Kiosk? Was haben wir denn hier? Kleine Kurs der Imbiss. Ja, wir müssen erstmal so ein bisschen sparen. Oder sonst Science-Fiction-Bürger, Piratenland, Piratenbürgerland. Haben wir hier irgendwas Wild-West-Technisches? Ja, das hatte ich ja schon da hinten. Ja, dann nehmen wir noch so einen Imbiss hier. Fertig. Imbiss bauen wir, würde ich sagen, hier hin. So. Zack. Ja, ich weiß. No, no, no. So. Blockiert. Okay. Passt nicht. So. Oder hier hin? Nee, ich würde es nicht ganz gerne. Ja gut, dann muss ich. Warte mal, dann mache ich das andere Seite. Kann ich das hier hinbauen? So. Zack, zack. Auch nicht. Mann. Gut, denn. Moment. Bauen wir es da hin. So. Durchschnittliche Zufriedenheit der Gäste sinkt. Wieso denn? So Spitzengeschäfte hier. So. Aber ich hab 800, also ich habe mehr Besucher als vorhin. Ja, die kommen noch. Das kommt noch alles. So, wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, dann immer her damit. Jetzt müssen wir hier noch mal paar, wie nennt sich das, paar Bänke hinstellen. Wie war das noch mal? Gebäude, Szenerie, ne? So, Bänke, Bänke, Bänke dahin, damit die Gäste hier auch ein bisschen genau sich hinsetzen können. Zack. Schön neben dem Mülleimer, voll geil. So. Genau, können die da auch was essen. So, dann brauche ich noch mal so ein, genau, was zum Hin, so eine Verkäuferin. Ja, hier, die, das fühlt sich hier schon. Aber hier wird viel gekotzt, ne? Ja, logisch, Schaukel. Hier, du, kann ich den verschieben? Hier, geh mal hier hin. Putz da mal. Zu viele Gäste versuchen Tiki-Dings zu benutzen, weil da wahrscheinlich eine Verkäuferin fehlt, ne? Nee, da ist jemand. Ist klar. Ja, so langsam kommt das hier in Wallung. So. Zufriedene Besucher. Naja. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon aufnehmen. Wir haben den Park jetzt ein bisschen erweitert. Ich habe zwar noch keine Wildwasserbahn bauen können. Ich könnte aber immerhin habe ich jetzt den Namen oder beziehungsweise den Fahrgeschäften einen eigenen Namen gegeben und zwei Thrill-Rides gebaut. Oh, das kommt hier noch gar nicht so. Aber was habe ich denn hier so an Szenerie noch? Was ist das? Achso, Display-Aufsteuerung. Ein bisschen mehr Grün fehlt hier noch, ne? Komm, wir bauen mal hier, weil das noch ein bisschen palmtechnisch ist. Bauen wir hier mal so ein paar Palmen hin. So. Zack, zack, zack. Super. Oh. Ist die Palme hier mitten in der Luft?
Das geht aber nicht. Warte mal eben. Verschieben. So. Zack. Szenerie. So. Aber wie gesagt, wir können es auch gerne mal machen, dass ich euren Park besuche. Das geht ja, müsste glaube ich über Steam irgendwie gehen, ne? Oder muss man mich da als Freund hinzufügen? Ich weiß das nicht. Es haben auch schon ein paar gemacht, mich als Freund hinzugefügt. Ich nehm euch da dann gleich irgendwie an. Aber es hat wenig Sinn, mich da irgendwie anzuschreiben oder was, weil ich bin wirklich nicht so sehr häufig auf Steam. Und wenn ich auf Steam bin, dann spiele ich hier und dann kann ich nicht auf eure Kommentare eingehen. Aber vielleicht könnt ihr mir dann da, keine Ahnung, euren Park irgendwie freischalten oder was. Und dann kann ich mir euren Park mal angucken. Beziehungsweise dann sehe ich auch mal, wie man richtig einen Park baut. Hey, warum kann ich das hier nicht bauen? Zu eng oder was? Geht nicht, oder wie? Achso, wegen der Schaukel wahrscheinlich, ne? Weil das sonst... Aha, Herrgott. Blockiert. So. Guck mal, das sieht doch super aus. Ich bin mörderkreativ. Sieht das nicht schön aus? So, Angestellte finden kein freies Personalgebäude. Was? Dann müssen wir hier... Können wir das irgendwie erhöhen? Bestätigen. So. Gut. Okay. Looping hat ein technisches Problem. Was ist da los? Na gut, ich habe ja Techniker. Ne? Guck mal, dann kommt auch schon der Techniker. Hier. Guck mal. Ah, machen wir schon. Kurz mal drehen. Warte. Oh, Mann. So. Mann. Also. So. Da. Ah, ja, der Papa macht das schon. Der repariert schon. Ja, der kennt sich aus hier. Läuft. So. Gott. Siehst du? Schon läuft wieder alles. Guck mal, hier wird auch fleißig die Kotze weggemacht. Sehr gut. Die freuen sich alle, dass sie in der... die freuen sich alle, dass sie in der dass sie stecken geblieben sind. Oh, es wird aber voll hier, ne? Müsste ich den Weg nicht so ein bisschen vergrößern? Warte mal. Ich guck mal eben. Wege. So. Kann ich den nicht hier so ein bisschen vergrößern? Nee, das ist blöd hier. Nee, ist auch egal. Gut. So, genau. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier Feierabend. Ja, guck mal, wir haben ein bisschen thematisiert. Kohlentechnisch sieht es gar nicht so scheiße aus. Und wie gesagt, wenn ihr eine Kreation habt, ob jetzt Fahrgeschäfte oder Achterbahnen, die wir hier einbauen können, dann immer her damit. Ja, schickt mir das, ich weiß nicht, ob das geht, per E-Mail an lars@funfairblog.com. Ansonsten können wir auch mal beim nächsten Mal können wir das so machen, dass ich auch mal eure Parks besuche, was ihr so gebaut habt. Können wir eigentlich beim nächsten Mal machen, ne? Oder? Ja, daher jetzt die Umfrage. Also wenn ihr jetzt dieses Video auf YouTube und Google Plus schaut, dann blende ich euch die interaktive Umfrage hier oben oder über mir, oben rechts ein, die wie folgt lautet. Soll ich eure Parks mal besuchen, also Parkgrundgänge von euren Parks in Angriff nehmen? Dann Antwort ja oder nein. Und das Ergebnis werde ich natürlich, wie gewohnt, in der Achtung, in der übernächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren, weil nächste Woche ist ja Zeit dran, speziell eure Fragen sind da wieder dran.
Wir haben dann wieder schon 9 Monate. Ist das nicht unfassbar? Und ja, dann auch mal wieder ab in die Kommentare damit, was ich als nächstes bauen soll. Ob ich hier noch was verbessern soll. Ja, der Park sieht jetzt nicht so super aus. Aber immerhin habe ich eine Schaukel gebaut. So, und das wurde sich gewünscht. Gut, dann würde ich sagen, schalte ich zurück ins Lübecker Studio. Bis gleich. Aus dem Oman World Resort. Park World Dings. Ja, willkommen zurück im Lübecker Studio. Unfassbar, oder? Die knackende Heizung hat sich wieder gemeldet. Ja, der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja auch um Planet Coaster, und zwar den ersten Tag bzw. die ersten Spatenstiche von Oman World Resort. Unfassbar, oder? Ja, da habe ich euch gefragt, was soll ich als nächstes bauen? Und da gab es ja noch die Umfrage. Ling, möchtet ihr Planet Coaster On-Ride sehen? Und ja haben gestimmt 93%, mein lieber Mann, und nein haben gestimmt 6%. Ja, also ich werde euren Wunsch erfüllen und die Fahrgeschäfte, die ich ihm baue oder erstelle, das ist nicht das gleiche, bauen und erstellen? Ach komm. Dann werde ich euch natürlich da auch einen On-Ride zeigen. So, dann habe ich natürlich, oder ihr habt ja wieder fleißig kommentiert auf YouTube zum Beispiel, schrieb der Octron Dennis, würde mir ehrlich gesagt etwas mehr Kreativität wünschen, mehr Dekos etc. PS, aber ich weiß, wie schwer das ist. Ja, besonders als Anfänger, ne? Ja, am Anfang ist es eben wirklich so, dass ich kaum Geld habe und es soll eben schnellstmöglichst Geld reinkommen, und deswegen baue ich oder baller ich die Fahrgeschäfte so ein bisschen lieblos dahin. Ja, mein Gott, und ich bin eben Anfänger und ich bin manchmal auch so ein bisschen unkreativ, was es angeht. Deswegen ja auch meine Frage, ne? Soll ich mal vielleicht mal eure Parks besuchen? Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Ja, vielen Dank, lieber Dennis, für deine ehrliche Meinung. Finde ich sehr cool. So, dann schauen wir mal auf Facebook, wer hat denn da geschrieben? Der Hansapark-Fanseite, versuch mal Kernern. Ja, nö, ist klar, als Anfänger. Einige haben auch geschrieben, ich soll Taron mal bauen. Kinders, also, wenn ich Taron oder Kernan bauen sollte, dann wäre ich ja, keine Ahnung, 10 Jahre am Rechner. Also das, so viel Zeit hat der Papa noch auch wieder nicht. Aber trotzdem vielen Dank. Ich finde es eigentlich auch immer ein bisschen cooler, wenn man eigene Kreative oder eigene Bahn baut. Ich bin da so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Richtige. Aber vielen Dank. Ja, vielleicht baue ich eine kleinere Version von Kärnten. Mal gucken. Nee. Vielen Dank auch an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe mal alles durchgelesen und weiter so. So, dann kommen wir zum Funfair Block Club, beziehungsweise zum 1 € Club. Die Spender haben jetzt wieder das Wort. Gespendet hat zum Beispiel der seit, Moment, 18. Februar 2018, der Frank Nico mit 3 €. Herzlichen Dank dafür. Und der Dominik mit sage und schreibe 20 €. Vielen, vielen Dank, lieber Dominik und auch lieber Frank und Nico, für diese Spende. Ja, und für alle, die jetzt neu zusehen, was hat das auf sich, diese 1-Euro-Aktion? Ich möchte Funfair-Block voranbringen, bessere Reportagen bringen, aber es kostet alles, kostet natürlich dementsprechend Geld. Möchte natürlich auch die Qualität erhöhen, und dadurch habe ich mir gedacht, Mensch, was machst du? Und ich habe jetzt, glaube ich, über 4.000 Abonnenten. Ich glaube, 4.020 sind es. Und wenn, da habe ich mir überlegt, wenn jeder nur 1 € pro Monat spenden würde, da hätte ich ganz andere Möglichkeiten. Ja, und da habe ich mir natürlich auch was überlegt, Mensch, wie könnte ich die Spende auch so ein bisschen belohnen? Und zwar, wenn es Gewinnspiele gibt auf Funfair Blog, die gibt es ja ab und zu mal. Ich habe ja mal irgendwie Freikarten verlost für Walibi Holland oder auch mal Gutscheinpakete für die Bremer Oosterwiese. Die werde ich zukünftig nur an die Spende verlosen. Das heißt, die nehmen nur an diesem Gewinnspiel teil. Da wird es natürlich hier und da auch mal einen Livestream, ein exklusives Livestream-Video von mir geben, auch nur für die Spender. Die werden dann darüber per E-Mail benachrichtigt. Und was gibt es noch? Und für denjenigen, der am meisten gespendet hat, über ein Jahr hinaus gesehen, also das heißt im Dezember, so Mitte, Anfang Dezember, werde ich das immer veröffentlichen, durchrechnen. Ich habe so also eine Spendenliste, wo ich genau sehen kann, wer wie viel gespendet hat, wann, und hast du nicht gesehen. Und da werde ich dann, derjenige, der am meisten gespendet hat, kriegt ein großes Überraschungspaket am Ende des Jahres mit ganz vielen interessanten Merch-Geschichten. Lasst euch überraschen.
Und bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Und ja, wie könnt ihr spenden? Ihr könnt entweder über Patreon spenden oder über PayPal oder klassisch über Banküberweisung. Die Bankverbindung blende ich euch jetzt hier einmal ein. Ist aber auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung, also wenn euch das jetzt so schnell geht. Mit Betreff bei der Banküberweisung bitte angeben, freiwillige Zuwendung. Und wenn ihr in die Spendenliste mit aufgenommen werden möchtet, beziehungsweise an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann bitte eure E-Mail-Adresse mit angeben, weil ich ja sonst keine Kontaktmöglichkeiten habe, falls ihr mal gewinnen solltet oder falls es Livestream-Videos geht, dann gibt, damit ich euch da irgendwie Bescheid geben kann. Über Patreon und PayPal sehe ich ja eure E-Mail-Adresse, bekomme ich die ja automatisch, aber eben nicht über Bankverbindung. Also wenn ihr das wollt, dann rein damit in die Betreffzeile. Ja, der Moritz, der letztes Mal irgendwie 20 Euro gespendet hat über Banküberweisung, herzlichen Dank nochmal dafür, lieber Moritz, der hat sich gemeldet und hat mir seine E-Mail-Adresse zugeschickt, also auch da nochmal, ich habe dich in die Spendenliste aufgenommen und somit nimmst du an sämtlichen Gewinnspielen oder auch an Special-Merch-Geschichten teil. So, ja, das soll es von mir gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und im Anschluss erfolgen wie immer die Outtakes. Und die nächste Funfab-Blog-Ausgabe erscheint wie immer kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Warum reibe ich eigentlich immer die Hände, ey? Ich habe mal gesehen, im letzten Video, glaube ich, habe ich immer so häufig die Hände gereibt. Warum eigentlich? Schon wieder. Sag mal, lass doch mal die Hände jetzt unten. Seemann, lass das träumen. Ich glaube, so nenne ich meine nächste Wildwasserbahn. Seemann. Wie komme ich jetzt darauf? Man weiß es nicht. Ich bin vielleicht bin ich auch nur verrückt.